Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Modded ARK Gaia von der Insel Talam. Und ich erhole mich immer noch von dem Schock vom letzten Mal, wo uns der Raptor hier überrascht hat. Ja. So. Warum habe ich eigentlich noch zwei Foundations? Dafür habe ich auch... Achso, ich habe keine Meteors mehr, weil... Wir haben, by the way, ja Klaufix gezähmt. Der dann vielleicht auch noch ein wenig... Bären braucht. Hat er uns ernsthaft alle Bären geklaut oder hat er noch ein paar im Inventar? Ah, er hat noch ein paar. Gut, komm, dann tauschen wir. Dann kriegst du die. Ja, nimm du erstmal alles Essbare, würde ich sagen. Ich nehme die Metro-Bären wieder. Was haben wir denn hier für einen Trank? Small XP-Elixier. Gibt doppelte Erfahrung für 300 Sekunden, wenn es benutzt wird. Kann nicht kombiniert werden. Okay. Interessant. Ja, ich würde sagen... Den kleinen Klaufix hier, Level 50. Na, immerhin, besser wie nichts. Gut. Dann machen wir jetzt mal weiter mit unserem super Anfangs-Base-Bau. Wir können uns auch schon Schuhe bauen. Wie sieht es denn aus mit Handschuhen? Haben wir auch noch nicht. Ein Mörser bauen wir auch direkt mal. Ein Bogen. 3 Pfeile, okay. Da würden wir vielleicht erstmal noch ein bisschen was für Farmen. Stroh brauchen wir auch. Die Musik erklingt. Ich denke mal, es ist ja 12 Uhr mittags. Sehr schön. Da haben wir ja noch ein bisschen vom Tag über. Dann holen wir uns jetzt noch ein bisschen Stroh und ein bisschen Holz. Haben wir ja Gott sei Dank hier in ausreichender Menge. Stroh, Holz. Und dann würde ich nämlich auch gerne einen Schrank bauen. Wenn es geht, ein Bett. Bett fände ich echt gut. Dann wären wir schon mal aus dem Gröbsten raus. Tatsächlich, wir können ein Bett bauen. Und hier ein Schrank von der Automated Arc. Da passt unglaublich viel rein. Ist für den Anfang immer super. Ja. So, sehen wir das mal an. Hoch. Das mal an. Sehen wir uns mal dahin. Ich sehe, wir haben Hunger. Ja, dann lass uns mal ziemlich schnell ein Lagerfeuer bauen, würde ich sagen. Und dann gucken wir noch, dass wir ein paar Pfeile beisammen kriegen, weil was nützt uns der Bogen ohne Pfeile? Bett setzen wir erstmal. Ist sicherer. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Wenn man ein Bett hat, sollte man es direkt setzen. Wie wir eben gemerkt haben, bei diesem Raptor. Dreadful. Es kann sehr schnell vorbei sein. Ich setze ihn erstmal hier so ein bisschen in die Mitte. Nicht, dass wir nachher keine Wände setzen können. Dann kann man den ja immer noch umsetzen. Das Zeug behalten wir erstmal. Platzieren wir auch hier ein bisschen mehr mittig. Wie schaut's aus? Lagerfeuer, Lagerfeuer. Ja, Lagerfeuer geht. Sehr gut. Dann machen wir jetzt auch noch schnell ein Lagerfeuer. So. Und was brauchen wir jetzt noch für Pfeile? Ich glaube Flint bestimmt. Ja, aber haben wir ja jetzt alles. 49 können wir schon mal herstellen, immerhin. Gut. Hier läuft noch ein bisschen Essen und Leder. Vor der Haustür rum. Das Fleisch braten wir uns auch direkt mal. Gib mir mal dein Fleisch noch raus, Klaufix. Ne? Dass wir uns schon mal ein bisschen was durchbraten können. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So. Und jetzt kümmern wir uns um Wände. Wände sind gut. Was brauchen wir jetzt noch für Pfeile? Strohfeld, ja, klar. So. Dass wir wenigstens bald ein Dach über dem Kopf haben. Das fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Schon gar nicht bei diesen netten Tierchen, die hier rumlaufen. Ich sehe gerade, wir müssen gleich erstmal was essen. Sobald da ein bisschen Fleisch durch ist, gönnen wir uns gleich erstmal den kleinen Snack für zwischendurch. Och nee. Och nee. Ich war schneller. Jawohl. Ich habe ihn kommen hören. Wie er sich hinterlistig von hinten anschleichen wollte. Der Krümel. So. Wie schaut's? Ein bisschen Holz mitnehmen. So, craften wir uns erstmal ein Türchen. Die S Plus Tür. Und dann erstmal ein paar Wände. Das ist alles wichtig. Wichtig, wichtig. So. Platzieren wir schon mal die Tür. Tada! Wir haben eine Tür. Ohne Wände. Wer braucht schon Wände? So. Nein, die kommen natürlich jetzt. So, dann können wir nämlich den Schrank auch gleich gescheit in die Ecke platzieren. Dass der hier nicht ganz so im Weg steht. Also ich wüsste gerne, wo der Raptor eben hergekommen ist. Aber der ist doch bestimmt von da oben gekommen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und wieder ein Level Up. Immer schön im Leben. Ich weiß, wir werden es brauchen. Ach ja, obwohl ich glaube, hier gibt es Tiere. Egal wie viel Leben man hat, man ist One-Hit. Aber ich bin so ein Mensch, der hat schon immer gerne auf Leben und auf Damage geskillt, weil ich halt auch sehr gerne in Nahkampf gehe. Und hier meine ganzen Metrobären selber esse. So. Was haben wir denn? Ach Quatsch, ich wollte doch alles rausnehmen. Genau. Aufheben. Ich glaube, den stellen wir mal hier hin. So, dann können wir den umbenennen. Wir nennen jetzt erstmal allgemeine Ressourcen. und haben dann hier oben die Möglichkeit, halt den Namen zu nutzen, den wir ihm gegeben haben. So, jetzt steht das schön da vorne drauf. 300 Plätze. Das ist immer ganz ordentlich. So, packen wir das noch rein. Ich bin so ein kleiner Monk, ich brauche immer gerade Zahlen. Das werdet ihr in Zukunft noch genug feststellen, dass ich ein Monk bin. Werde auch gerne so von anderen genannt. Von daher nicht wundern, wenn euch etwas seltsam vorkommt bei mir. So, machen wir noch 6 Wände. Und wieder ein Level Up. Und jetzt haben wir sicherlich auch gleich schon ein bisschen Fleisch im Feuer. Och, das tut gut. Das tut gut. So, die Narkobären können wir eigentlich... Hat die Klaufix noch? Hast du die noch? Du hast die noch. So. Die Narkobären direkt hier rein. Fleisch. Teilen wir schon mal alles auf. Sicher ist sicher. Weil, ich weiß jetzt schon, wir brauchen sehr viele Narcotics. In Hülle und Fülle. Ich bin froh, wenn wir uns das Ganze dann mal aus Holz machen. So. 2 Seedlings gerne. Und dann brauchen wir aber noch eine Wand. 2 Wände. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Mensch, Klaufix. Er schreckt mich doch nicht so. So. 2 Seedlings. Hoppla. Jetzt haben wir uns das Fleisch unten in die Leiste getan. Ach, nicht schlimm. Die setzen wir schon mal hier drauf. Dann... Oh, habe ich keine 2 Wände mehr gecraftet? Sieht nicht so aus. Doch, die waren unten in der Leiste. Na. Egal. Dann reißen wir eine wieder ab. So. Und hier oben noch eine hin. Dann haben wir zweimal die schräge Wand. Eine hier, eine da, das gleiche nochmal auf der anderen Seite, eine hier, eine da. Na, das sieht doch schon mal, oder? Das Ganze werden wir uns nur möglichst schnell auch aus Holz bauen. Damit das ein wenig stabiler ist und damit wir Fenster haben. Ich gucke gerne raus. Ich weiß gerne, was draußen passiert. Besonders, wenn es hier solche Dreadful-Tierchen gibt. So, machen wir noch ein bisschen auf Stamina. Und... Vier Seedlings brauchen wir doch, ne? 1, 2, 3, 4. Jawohl. So, setzen wir uns die schon mal auf die 9. Klaufix, es kommt Schatten. Und dann brauchen wir noch 8 Schrägen. Kriegen wir die noch hin? Das wäre perfekt. Nein, eine. Was fehlt uns? Fasern. Fasern. Okay. Dann lass krabbeln. So. Dauert leider immer ein bisschen, bis diese freigeschalteten Engrams verschwinden. Aber das ist eine reine Gewöhnungssache. Ich gucke da mittlerweile schon durch. Ja. Ich freue mich schon darauf, wenn ich euch so ein bisschen mal diese Map zeigen kann. Die ist nämlich wunderschön. Und halt birgt ganz viele Geheimnisse, die es zu erkunden gilt. Die es erstmal zu finden gilt. Ich habe das große Glück, dass ich sehr eng in Verbindung stehe mit der netten Dame, die diesem Mod entwickelt, die diese Map macht. Dadurch kenne ich schon ein paar sehr schöne Eckchen. Gleichzeitig ist diese Map ja auch noch in der Entwicklung. Und wenn ich irgendwie merke, dass hier irgendwas nicht passt oder nicht stimmt, dann kann ich ihr das auch gleich weitergeben. Aber ich kann jedem empfehlen, schaut euch die Map mal an. Die ist wirklich schön. Allein schon dieser Riesenfelsen da hinten, der ist so cool. Und es gibt so viele richtig geniale Plätze hier. Ihr werdet euch noch wundern. Aber erstmal kleine Brötchen backen. Ne. Erstmal die Bude fertig kriegen. Gucken, dass wir irgendein Tierchen gezähmt kriegen. So, jetzt brauchen wir noch 7 Stück davon. Richtig. 7. Genau. So. Zack. Ich hätte ja gerne... Kann man das als Rampe dann nutzen? Nee, ne? Ah. Können wir schon eine Holzrampe? Eine Wooden Ramp, please. Wir hätten eigentlich auch alles direkt... Na, egal. Direkt alles aus Holz bauen können. Aber mir war es jetzt erstmal wichtiger, dass wir schnell ein Dach über dem Kopf haben. So. Jawohl, ja. Ich und meine Metros. So wird das nie was mit dem Tiere zähmen. Wenn ich ihnen die Metros alle wegmampf. So, einmal falsch gesnappt. Mit Q kann man übrigens bei den S Plus Sachen die Snap-Punkte auch durchschalten bzw. wechseln. Das kann in manchen Situationen sehr praktisch sein. Und du, hör auf, mich jetzt zu erschrecken, Klaufix. Mensch, erschreck mich doch nicht so. So, sehen wir alles raus. Erstmal alles hier rein. Haben wir noch ein bisschen was zu essen? Jawohl. Sehr schön. Und hier haben wir wieder noch ein paar Mecho-Bären. So, jetzt habe ich eben gesehen, beim Einkommenslernen, da gab es, genau, Poison Spear. Kann auch geworfen werden. Die gehen kaputt. Aber sie sind mit Narcotics. Das wäre ja vielleicht die Möglichkeit, sich relativ frühzeitig was zu zähmen. Was haben wir hier? Eck- und Puck-Kollektor. Gacha-Kollektor. Gachas gibt es leider auf dieser Map noch nicht. Das weiß ich. Aber ansonsten sind alle Ressourcen und alle Tiere von allen DLCs vertreten. Wirklich alle. Wir können uns sogar schon eine Räucherkammer herstellen. Komm, das machen wir direkt mal. Jetzt haben wir schon 20 Narkosepfeile. Dass wir uns irgendwie einen kleinen Trike am liebsten am Anfang mal zähmen könnten. Das wäre doch schon mal nicht verkehrt. Aber ich hätte trotzdem gerne diesen Speer. So, die Preserving Bin. Setzen wir uns auch hier direkt am besten Oh, neben das Feuer. Vielleicht nicht ganz so weit von der Wand weg. Und wir lassen das jetzt einfach mal, weil ich möchte den gerne kurz aufheben. So. Dann setzen wir mal die Preserving Bin, nämlich... Neben das Feuer, sag mal, was ist denn los? Bin doch sonst nicht so schlecht. Konzentration bitte, besser. So. Und den Mörser packen wir hier hin. So. Dann schmeißen wir die wieder in Gang. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Modded ARK Gaia von der schönen Insel Talam. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.